So, willkommen zum Spiel im Platz 3 in der ESL ThinkFast Razor League in den zweiten Qualifiers zwischen Ogoki, Kizone, Nirvana, China versus Genuine Dota. Spiel im Platz 3, es geht um 170, 50, na, zwischen 40 und 30 Punkten. Das ist so der Unterschied hier, soweit ich mich da recht erinnere. Währenddessen gucke ich aber nochmal schön nach. Denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis es weitergeht. Ja, es geht hier zwischen um 50 oder 30 Punkte in den Qualifiers. Und ja, ungefähr, wenn man hier die 50 Punkte bekommt, ist man sich schon prinzipiell einen Platz in den im in der Gruppenstage ready. Von daher, wenn die Teams nur ein Matchup spielen wollen, ist es tatsächlich relativ cool hier zu gewinnen, weil das gibt genug Punkte, um sich zurücklehnen zu können und den Rest der Qualifiers ganz entspannt entgegenzusitzen. Ganz entspannt sitzen ist auch das Ding. Von einer halben Stunde gemerkt, Carsten hier, bin noch ein bisschen müde, bin seit 13 Stunden wach. 7 Uhr, 20 Uhr, easy, erstmal noch 6 Stunden Dota nach 13 Stunden Uni. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Aber ja, mehr Zucker, mehr Mate. Mehr alles und irgendwie durchkommen. An sich habe ich auch voll Bock. Mal schauen, ob ich da irgendwie komplett mich kaputt gehen werde oder irgend sonst sowas. Aber wird hoffentlich schon irgendwie funktionieren. Wir haben Ogorki. Mal gucken. Ogorki kann ich eigentlich nennen. Und nicht irgendwie abkürzen. Ne, Ogorki gegen Genuine. Ogorki bannt Razor Viper. Also zweimal denselben Hero. Ähnlich. Und Genuine Dota bannt Brew und Void und pick eine Death Prophet. Also, das spielen wir gerade immer noch im 6.81 Doto. Aber Death Push mit der Death Prophet scheint immer noch relativ gut zu funktionieren. Nicht mehr so perfekt gut. Aber man braucht halt schon gute Teamfights und muss halt schon richtig gut spielen, um diesen Death Push abzuwehren. Der ist jetzt einfach abzuwehrbar, aber da muss trotzdem noch einiges Gutes von den Teams hier möglich sein. Also, Ogorki müssen sich jetzt entweder auch dafür entscheiden, quasi den gleichen Spielstil zu spielen und das Ding halt nur auf, naja, auf Skill aufkommen zu lassen. Oder ob sie jetzt sagen, okay, wir gehen halt auf unsere Meta Spectre Global Gedöns-Strat, dass wir halt irgendeinen fetten Carry machen vor Project One und der Carry farmt. Dann werden sie aber ziemlich schnell alle T2 draußen verlieren und es kommt halt hauptsächlich auf die Teamfights an. Wenn sie die verlieren, verlieren sie auch das Spiel. Allerdings, wenn sie da gut aushalten können, haben Genuine Dota so ein richtiges Problem, da die Strat halt ja sehr, sehr stark abgenommen hat in Sachen Success und halt so fette Carries immer stärker wurden. Aber Ogorki fangen gut an, picken erstmal die zwei stärksten Supports im aktuellen Patch beziehungsweise im aktuellen Meta. Ogamagi und Skywrath Mage. Ogamagi hat hauptsächlich den Buff bekommen, dass er mit dem Multicast jetzt eine 40% Chance auf Level 1 hat. Das heißt, es ist halt nicht mehr so ein Luck-God wie vorher, sondern man kann halt schon damit rechnen, mal einen Double Multicast auf dem Fireball schon zu bekommen. Allerdings, naja, und mit Aghanim ist sowieso, wird das Ding richtig fett. 20% Triple Multicast Level 2 ist auch schon einiges, 12% Vierfach ist halt immer noch luckig, aber halt die 60% Chance für den doppelten Multicast ist halt schon, damit kann man halt schon arbeiten. Besonders mit einem 8 Sekunden Cooldown und einem Fireblast, besonders mit dem Aghanims. Und mit einem zweifachen Fireblast kommt, glaube ich, auch die Mystic Flare komplett rein. Dementsprechend zwei coole Kombos. Und Earthshaker von Genuine Dota. Vielleicht da ein bisschen. Also auf jeden Fall den Ganks-Einheit behalten. Eine gute Fischer kann sehr schön defensiv und aggressiv eingesetzt werden, beziehungsweise oder meistens. Von daher schauen wir mal, ob er halt eher die Mitte babysittet. Oder ob sie da irgendwie noch einen zweiten Support holen, der da aggressiv mitgeht. Und da versuchen, Kills zu holen, um halt die Tower schnell pushen zu können. Jetzt so früh werden sie das nicht tun können. Von daher ist halt die Frage, inwieweit Earthshaker da für den Rotation sehr wichtig sein wird. Aber halt besonders für die Lanes ist es sehr wichtig, da durchzubannen. Und es sind tatsächlich Ogorki, die hier Spectre bannen. Und anfangen, solche fetten Dinge zu bannen. Aber generell ist es auch durchaus sinnvoll, einfach die fetten Helden zu bannen, die man nicht spielen will, und sich dann den anderen zu holen. Spectre, Morphling, Terrorblade sind ja alle noch da. Da stand, dass Terrorblade noch lebt, außerdem wäre Lycan noch drin, wenn Genuine Dota jetzt hier wirklich
Deathboy-Push machen wollen, sollten sie jetzt hier Terrorblade bannen und Lycan picken. Aber es hat auch die Frage. Earthshaker ist gar nicht mal so schlechte Push-Strat, weil er doch sehr weit mit der Fissure initiaten kann. Aber ja, vielleicht ist die Death Prophet eher so ein Ding wie, wir haben einen fetten Carry, die schön fighten kann mit dem Exorcism, gut drin sein kann. Und dann machen wir halt irgendwas Fighting-mäßiges drumherum und haben die, um uns durchs, übers Midgame zu bringen. Und ansonsten haben wir halt einen fetten Tank vorne, während der Carry halt dann am Ende im Late Game alles zerstört. Funktioniert ja auch ganz gut. Bestimmt. Ogorki, mal schauen, was sie hier noch so. Gorki heißt es eigentlich Gurke, wenn wir so ein Gurkenbild haben. Ich guck mal. Gorki. Englisch, naja. Schauen Chinese. Gorki heißt Ogorki. Was ist denn Gorki für? Das Gorki nach Deutsch. Gorki. Ogorki. Was ist denn Ogorki? Ah, gibt's nicht. Anyway. Gebeizt. Ach, Pickled. Kiss Zone heißt Pickled. Dementsprechend tatsächlich, glaube ich, einfach Gurken. Saure Nirvana Gurken aus China. Okay. Aber es ist ein relativ cooler Teamname. Wir haben Visage-Ban von Ogorki, von den Gurken. Ja, Gurken kann ich die nennen. Soll jetzt nicht irgendwie abwertend sein, sondern sollte eigentlich ganz relativ passend sein. Ogorki, Gurke, mal schauen, wie es wird. Wir picken den Lone Druid hier ab. In dem ich im aktuellen Meta noch nichts gesehen habe, von daher bin ich sehr gespannt, wie das Ding hier funktionieren wird. Ist unter Umständen ein richtig, richtig, richtig fetter Carry. Weil 12 slottet. Von daher freut euch auf eine Stunde Dota. Mit Death Prophet, Lone Druid könnte es sehr wohl durchaus spät werden. Aber hey, best of three. Es war 8 Uhr abends an einem Werktag. What could possibly go wrong? Aber naja. Hat den Vorteil, als faules Studentenpack muss man morgens nicht in die Uni. Zumindest wenn man lange genug studiert hat. Es ist alles kein Problem, wenn ich morgens fit bin, um einem Umzug zu helfen. Um 14 Uhr sollte das eigentlich ganz gut passen. Und ja, 14 Uhr sollte passen. 12, ja, kann ich bis 2 Uhr machen. Easy. Easy life. Genuine Dota, ja. Roaming Support? Nein, sie picken erstmal den Center Warrior, bevor der irgendwie weggenommen wird oder gepickt wird. Mit Lone Druid wäre das durchaus eine Option. Der PS ist zwar schon schnell wie ein Flugzeug, ist jetzt schon. Mit Face Boots besonders. Aber auch Lone Druid kann uns helfen, wegzukommen. Und Ogre Magi, Skywraith Mage müssen halt erst in den Range kommen. Beziehungsweise sind auch wieder Dinge, die kein Escape haben. Dementsprechend kann man dann mit dem Center Warrunner ziemlich schnell hinterherrennen. Ja, das ist halt immer gut. Ich irgendwie denke, dass das Center Warrunner auf Ogorkis Seite ist. Aber nein. Sie haben jetzt die Möglichkeit zu initiaten und aber auch schnell wieder rauszukommen von Genuine Dota. Es wird bisher halt sehr auf Teamfight-Lineup hinauslaufen. Oder halt Hit and Run für Towers. Und mit einer Fissure schön wegkommen. Und das wird halt jetzt für Ogorki das Problem sein, da ranzukommen, weil Skywraith Mage und Ogre Magi sind toll, aber Ogre Magi hat eine mediocre Reichweite und Skywraith Mage hat den Slow, aber Stampede ignoriert das halt einfach. Und auch beim Lone Druid, solange halt irgendwie solange nicht einer schon getangelt ist, kommt natürlich auf seine Entangle-Taste an, wenn er die gerade gelegt hat. Und die passenden First Hit Bashs da rausbekommt, dann ist es natürlich nicht so tolle. Aber ansonsten können sie da relativ gut disengagen von. Mal schauen, wie es darauf hinausläuft. Und Omni-Knight für die Gurken. Mit dem Bär ist es ganz okay. Wir sind jetzt ein relativ tankiges Line-Up. Außerdem super natürlich gegen Exorcism. Und sie versuchen es einmal damit mal.
Haben wir jetzt einen Helden auf dem Bären, der ja kein BKB kauft oder gerne kein BKB kaufen würde. Dementsprechend ist Hero Repel natürlich sehr wichtig. Aber so wie es aussieht, wird das ein Omni-Knight auf der Offlane. Laundred könnte das Ding in der Mitte machen. Und dann haben wir halt immer noch einen fetten Carry übrig. Von daher sehen wir eventuell extremes Late-Game-Potenzial, wenn jetzt hier noch ein fetter Carry kommt und Laundred dann noch dabei 12 slottet, das. Das wird dann kann ein langes Spiel werden. Jin, oh, Rubik. Rubik ermöglicht natürlich schön die Möglichkeiten, hier einen Guardian Angel zu klauen. Außerdem Repel ist auch super da drauf. Und so einen Bären zu klauen macht natürlich auch Bock. Solange da noch keine Items drauf legt. Ja, aber auch Ogre Manager und Skywarp Mage bieten da gute Möglichkeiten. Das einzige Problem, was ich halt sehe, ist, dass man kann hier in dem Fall ja nicht den Zauber skillen. Also doch, Guardian Angel ist in dem Fall der große Spell, der auch relativ einfach zu stealen sein sollte. Denn die Animation ist nicht zu übersehen. Aber ja, wird man sehen, ob es genug ist. Könnte es durchaus sein, denn Laundred ist komplett physical. Omni-Knight, ja, im Late-Game wahrscheinlich schon. Auch. Und der Carry, der da gepickt wird, wird wahrscheinlich auch Physical Damage sein, weil Carries tun das nun mal. Bin mal gespannt. Aber General Dota mit Center Warner und Death Prophet haben sie durchaus die Möglichkeit, Late zu geben, wenn hier die Naga. Vielleicht kommen hier auch schon die Terrorblade-Bans. Für General Dota könnte ich mir Terrorblade vorstellen. Einiges an Push, einiges an Aufhalten. Also das wäre tatsächlich ein idealer Pick. Für die Ogorki. Puh. Also auf jeden Fall irgendwas mit Ranged. Also sowas wie Morphling. Dachte ich. Die A hätte sein können tatsächlich. Mit dem Omni-Knight zusammen ziemlich stark. Aber ich glaube, sie haben den Laundred dafür. Oder ist der Laundred ist halt die Ultra-Late-Game-Versicherung mit Split-Push. Und sie holen jetzt hier, hätten eine PA holen können. Ich glaube, ein Morphling könnte ganz gut passen. Oder halt auch der Terrorblade. Haben sie definitiv Potenzial, die ganze Base innerhalb von 30 Sekunden einzureißen. Wenn es dazu kommen sollte, dann haben sie aber vielleicht ein bisschen wenig Teamfight, weil sie haben nur Guardian Angel als einziges AOE. Da musste der Omni halt sehr schnell Mecha holen. Und Legion Commander wird das Ganze. Ja, Damage haben sie. Control damit halt auch, was durchaus wichtig ist. Die Frage ist halt, das ist alles Nahkampf. Das heißt, wenn Guardian Angel gestohlen wird von Omni Knight, vom Rubik, dann haben Ogorki, glaube ich, ein richtiges Problem. Weil dann ist der Guardian Angel raus. Center of Warner wird disengagen. Und dann können sie halt fighten. Also entweder werden sie einfach disengagen oder sie werden picken und Slark ist der von Genuine Dota. Okay, es geht wohl doch nicht so late. Oder nicht so hundertprozentig so late. Aber. Mal gespannt, wie der Slark halt da wirklich funktionieren wird. Weil das kann so sein, das kann so sein. Bin ich mir nicht sicher. Nun gut. Auf der Seite von Genuine haben wir Hope Torture auf dem Slark, der das Ganze carryen wird. Mastermind in der Mitte auf der Death Prophet. Craven the Hunter auf dem Rubik zusammen mit Zu auf dem Earthshaker. Und zu guter Letzt Ariadne als Centaur Warrunner. Ganz gut passen. Vielleicht wird er der Berg Ariadne sein. Mit den Barbaren von Diablo 2, wisst ihr schon. Und das hier durchtanken. Auf der Seite von Ogorki, Nirvana, China, wie die Abkürzung da wohl ist, haben wir in der Mitte doch Kakor. Auf der Legion Commander, Gas Orex. Ex Oris wahrscheinlich irgendwas. Nein, Gas wahrscheinlich. Ne, oder Gasiorex. Auf dem Omni Knight, nehmen wir den Gas. Unnamed auf dem Scarlet Mage. Ein schöner Widerspruch. Loki auf dem Ogre Mage und zuletzt guter Letzt der Exotic Deer auf dem Laundred. Wenn er jetzt Enchantress gespielt hätte, würde es umso besser passen. Aber auch so ein Bär ist ganz gut dafür. Schöner Bär hier zum Scouten beschickt. Ist da erstmal nichts passiert.
Die Rune wird wahrscheinlich an Ogoki oben gehen und unten ganz klar an Genuine. Von daher die übliche Verteilung. Die Trident securen die Rune. Und nichts ist zu machen. Schauen, finden hier tatsächlich eine Invis-Rune. Und Center Warner weckt weg, weiß nicht, wer sie pickt, aber es wird ein Ogre Magi sein. Haben sie durch den Ward gesehen und haben auch ziemlich sicher gesehen, dass der in die Mitte geht. Aber das wird dem Mastermind schon bekannt sein in der Mitte. Wird hier erstmal defensiv spielen, der Block sieht relativ gut aus. Aber auch als Fernkämpfer wird er da eigentlich nicht so weit ran müssen. Und ja, spielt sehr defensiv. Kakor versucht hier die Wave ein bisschen rauszuziehen, aber unten wird schon ein bisschen, ne. Die kommen sich nur sehr nah, weil die Wave richtig weit in Favor auf dem Omni-Knight ist. Waren hier alle in der Rune und hat niemand geblockt. Und Omni-Knight hat den Block relativ gut hinbekommen. Ja. Mastermind hat sehr defensiv gespielt, Ogre Magi muss abziehen. Invis-Rune läuft jetzt aus. Und dann kann auch wieder der Z-Warner auf die Lane, der hat sich auch noch nicht getraut hat. Null Erfahrung. Hat die erste Wave damit schon verpasst. Im Gegensatz zum Omni-Knight, der fast Level 2 ist und halt richtig nah dran gehen kann. Und ja, Harrison vom Rubik alleine mit den Tangos ist halt schwierig. Und daher hat der Omni-Knight auf jeden Fall eine schöne Zeit. Center Warner wird halt diese Base-Regeneration von 3.2 ist eine der starken Sachen vom Ogre Magi. Und er kann einfach ranhängen. Geht einfach ran, traded Hits und hat auf jeden Fall mehr Regen als der Offlaner. Manche Leute hatten Ogre Magi schon auf der Offlane deshalb gesehen. Aber hat vielleicht zu wenig Escape und generell. Mastermind, also, ja, beide halten sich hier relativ low in der Mitte. Aber in Sachen Farm, 10 zu 2 gegen 6 zu 1, hat die Quop die Death Prophet einen kleinen Vorteil. Aber nichts Weltbewegendes. Und hier oben könnte der Omni-Knight eventuell, dadurch, dass die Purification, ja, First Blood für Zoo auf dem Earthshaker, haben sie den Leash bekommen, beziehungsweise einen schönen, Fissure Lift und dann am Ende nach dem Repel schöner Leash, dass er da nicht rauskam mit dem Repel und dann war es auch schon um ihn geschehen. First Blood für Genuine hätte ich so auch so ein bisschen erwartet, Center of Water ist ein bisschen schwieriger. Also ja, wenn er auch auf Position ist, so wie jetzt, okay, aber muss hier gucken. Stun ist da, aber kein Double jetzt, sonst hätte er vielleicht den Bär holen können, aber so wird er wahrscheinlich einfach nur down gehen, ja, ein bisschen geblockt hier und der Z-Hit holt ihn auch 1 zu 1 für beide Teams. Das First Blood ging für Genuine, aber ansonsten macht auch der Omni-Knight generell mehr. Hat jetzt hier sogar eine Haste-Runde gefunden, wird extra cocky spielen. Level 2 wird sich hier Level 3 holen und wird jetzt umso unbeeindruckter dort von der Lane rumlaufen. Während Center Warner halt immer noch, technisch haben sie genauso viel Stun, zwei Stück. Ja, Skywrath Mage weniger. Aber hier kann halt niemand sich one-on-one mit dem Omni da anlegen, wie man natürlich gerade hier sieht. Omni da hat Regen und ja, das Earthshaker hat kein Damage. Hat halt nichts. Dementsprechend kann der Center Warner da sehr viel leichter rausgeharrist werden als so ein Omni Knight. Der hat auch 5 Base Armor hat. Und 500-600 Leben. Macht halt hier Repel an und läuft weg. Easy. Ja, ist Level 3 im Gegensatz halt immer noch zum Level 1 vom Center Warner. Das richtig bitter für ihn ist. Was man halt auch bedenken muss, dass er keine Ward hat im Gegensatz zum Omni-Knight. Dadurch sehr viel defensiver spielen muss. Außerdem hat der Ogre Magi halt auch nichts anderes zu tun, ist sogar schon Level 3 als Support. Weil er den Kill mitbekommen hat. Zweit gab das halt auch einiges. Haben wir jetzt sehr defensive Wards, haben hier einen, wir haben da unten einen, beide Runen zu sehen. Außerdem vor Gangs halbwegs sicher da oben. Je nachdem halt, wie die Smoke-Gangs aussehen. Der Run zu Rune, das könnte ja übel werden, ja. Ich wollte schon sagen, beide sind da relativ low, aber auch die Death Prophet ist wesentlich lower. Speed Boost für den Kurier ist vorhanden. Tja, Mid Lane hat sich so langsam rausgestellt, dass Mastermind da von Genuine besser rauskommt. Ist auch klar bei einer Death Prophet. Aber, naja, im Leben her muss ich jetzt ein bisschen zu aufpassen. Slark Farm dagegen hat tatsächlich auch besser. Sorry. Aber auch nicht so viel. Die Nice sind halt sehr stark und der Unterschied in der Offlane könnte sich relativ signifikant werden hier. Center Warner ist halt jetzt Level 2 geworden. Wird halt relativ wenig bekommen. Sehr viele Denies auf den Spirit Bear.
Das können sie halt nur ausgleichen, wenn sie halt irgendwie hier Visual Block und den Omni-Net nochmal killen. Der Rest wird das halt schwierig möglich sein. Ninette weiß natürlich, dass irgendwie aus Shaggy versucht wird, ihn einzublocken. Und guckt, dass er den halt auch immer scoutet, wenn er gerade die Zeit hat. Und wieder ist es halt so, dass Genuine hier nichts gefunden haben. Wir nochmal pullen. Und der Omni-Knight ist erstmal sehr defensiv. Steht aber auch außerhalb der Erfahrungsreichweite. Weiß nicht, ob er das unbedingt muss. Will eigentlich nicht halt rausgehen, aber hat die Supports gesehen, wie sie hier weggegangen sind. Frage ich mich halt, warum er doch so defensiv spielt. Santa Mona wird wahrscheinlich die Ancients jetzt stacken. Gesehen, hier ist nichts. Und das ermöglicht natürlich den Supports erstmal mit Smoke zu rotieren. Versuchen sie in der Mitte. Der Prophet, ja, wird nicht übereifrig, sonst hätte hier ein schneller Kill auf die Death Prophet werden können. Der Smoke läuft gleich aus. Und jetzt kommt ein Go. Duel auf die Death Prophet. Wird zurückgeworfen, aber Pathing wird halt vollkommen unterbrochen vom Duel. Und das passt natürlich relativ gut. Ich glaube nicht, dass sie hier hinterherkommen. Wird das halt schnell hochbottelt und es könnte sehr schnell einen Turnaround geben. Müssen sie halt aufpassen. Rest Attack ist da. Fateball sollte, ja, sorgt für den Kill. 2 zu 1 für Genuine. Omni-Knight wurde kurz vor Hexan vor seinem Repel, hat jetzt sich gerade noch retten können. Ohne das Repel wäre er auf jeden Fall tot gewesen. Im ersten Mal muss aber aufpassen, dass er hier nicht von der Kane-Bolts umgebracht wird. Omni-Knight, oh, wunderschöne Fischer, gerade so am Edge hier. Hat auch gerade so vom Damage gereicht. Das war sehr, sehr knapp. Aber da kam er gerade noch so ran. Lief nicht so gut für die Gurken. Ogorki verlierte einiges und auch besonders viel an den Rubik, der hier Level 4 bekommen hat und einiges an Geld. Beide Carries farmen weiter, dementsprechend nicht irgendwie Space Created oder sowas. Allerdings kann Spirit Bear natürlich sehr einfach den Tower farmen, was Slug hier auch versucht. Item Build weiß, sehe ich hier noch nichts Besonderes. Lone Druid könnte hier auf Midas gehen. 1550 würde jetzt das Rezept langsam kaufen. Kann aber auch sein, dass jetzt in Radiance geht. Vielleicht sinnvoller, weil ich glaube, das ist halt der Punkt, den sie auch hier tun wollen. Split pushen mit Radiance und dann halt auch Duels suchen. Aktiv. Da ist eine Midas natürlich toll. Aber. Das Slug wird halt ziemlich schnell online kommen und dann ist halt die Frage, inwieweit, ja, ohne Radiance wirklich effektiv ist. Mit einer Midas früher. So, Mastermind könnte jetzt hier damit ein Problem haben. Ogre Magi kommt rotiert. Aber wird er gesehen? Soweit ich das. Nee, wird nicht gesehen. Die Range ging ja bis hierhin. Und da bilden sich so langsam ein paar rum. Geht halt hier sehr aggressiv. Könnte eventuell den Kill holen. Und kriegt den gerade so weg. Mit der Haste-Rune fühlte sich sehr, sehr sicher. Und die Swords konnten nicht mal rechtzeitig rotieren, bevor er da tot war. Aber Legion Commander ein bisschen zu weit vorne. Hat halt gehofft, dass er dem Death Prophet baiten kann. Allerdings, ja. Hat sie den Bait genommen und dafür sogar einen Kill gemacht. Center Warner wird hier eingesperrt. Ist dann rausbekommen, aber Rotations werden keinen bekommen. Oder, ja, ein bisschen spät kommen. Slug kommt tatsächlich, aber Mist. Da leider seine Leash. Und kommt da einfach so weg. Wenn er die Leash getroffen hätte, wäre es wahrscheinlich ein Tod gewesen für Londrid. Aber so, ein bisschen zu übereifrig. Rubik muss hier natürlich beim Duell aufpassen, hat aber eine DD-Rune, will einfach ein bisschen farmen. Und ja, wenn er defensiv genug spielt, sollte da nicht gecatcht werden. Denn Legion Commander kann auch nur geradeaus laufen. Ein weiteres Mal für Slug, aber auch dieses Mal nichts zu machen. Ja, Rubik ist jetzt fast Level 5, das dauert aber noch ein bisschen bis Level 6. Kann sich aber zumindest eventuell Mana Boots oder generell die Support-Items damit leisten. Optorcha. Generell, Genuine farmt halt besser. Aber ich habe auch einen kleinen Vorteil hier an Sachen. Ja, so viel dazu. Shit. Verpasst. Ja, das war wohl ein Duell. Ja, das war ein Duell. Der war doch ein bisschen zu weit vorne. Letzter Hit kommt ran und das eine Exorcism-Bild. Oh, bricht vorher ab tatsächlich. Hat er sehr, sehr viel Glück. Und genug Movement Speed dafür. Ja, Rubik ist down. Wir müssen jetzt das Exorcism ein bisschen noch auf den Tower entladen. Aber somit 4 zu 3. Und das wirft die Grafen ein bisschen runter, die sie jetzt zum einen durch Farm 66-60 gegen 50-35 gekommen haben. Und auch die Offlaner sind jetzt so langsam quasi even. Center of Warner ist Level 4.
Und Omni-Knight ist Level 5. Ansonsten auch vom Farm ähnlich. Wobei tatsächlich, ich weiß nicht, was ich als wichtiger entscheiden würde. Ob wir jetzt halt sagen würden, okay, mache einen. Ob die Stampede oder ein Guardian Angel das größer wird. Das ist halt die Frage, ob die einen eher groupen wollen oder ob die anderen halt wirklich eher Pickoffs oder Disengages suchen. Aber der erste Tower geht da schon für Genuine down. Hast den Goldvorteil weiter erobert. Die Frage ist halt, ob Slark im Midgame genug macht. Ist ein guter Carry, aber hauptsächlich scheint er halt im Midgame. Muss hier werfen, oh, schöne Fissure, wirft ihn dahinter und alles okay. Legion Commander wird schon wieder relativ down. Wird wieder relativ down, ja. Ist recht low. Oh, schön hier rumgejukt. Der Cryptstorm war bis hierhin. Oh, und trifft tatsächlich noch, aber reicht nicht ganz. Living on the Edge. Für die Legion Commander. Allerdings, die Death Prophet haut auch schon richtig fett zu. Knapp 110 Damage mit einer richtig großen Reichweite halt. Volle 600er. Ist halt auch schwierig, besonders weil die Attack Animation relativ gut ist und mit den Face Boots halt auch sehr schnell hinter dem Hero herzukommen. Sehr gut zum Kiten und halt auch zum Hinterherkiten. Mal schauen, ob Omni Knight oder ob Slark jetzt hier einen Teil vom Omni Knight haben will. Aber generell wäre Farm wahrscheinlich erstmal besser. Gut, Mitte. Den sitzt wieder zurück. Auf Top würde gerne initiated werden. Aber auch zu zweit ist halt auch blöd. Central Runner bräuchte halt sein Level 6. Er ist halt bisher vom Level komplett wie ein Support. Die Level sehen halt. Oh ne, das ist Level 6. Und der Central Runner braucht noch ein bisschen. Die restlichen Supports sind aber relativ even. Von den Levels her. Gibt es keine großen Unterschiede hier. Legion Commander hat ja zuletzt langsam das Problem, dass sie einfach nicht mehr in die Lane rankommt. Da wird halt schon sehr stark. Liftet ihn jetzt noch, die Invis-Rune wird genommen von der Death Prophet und das könnte ein toter Earthshaker werden. Fischer sollte jetzt langsam rauskommen. Oh, spätestens jetzt, okay. Fischer kommt rein, Double Edge, besiege das Schicksal, aber Duell hier drinnen und Duell gestohlen. Das ist huge. Und jetzt wird er natürlich das Duell als Stun benutzen und kriegt sogar einen Winner daraus. Winner, Winner, Chicken Dinner für den Rubik und da kriegen sie tatsächlich einen 3. Ja, doch, 3 zu 0 Trade dafür raus. Sind sie tief gedived, haben aber auch gewusst, dass sie halt so ja, komplette, bis aufs Lager, komplette Support hinter sich hatten. Und das war halt bei den Gurken nicht der Fall. Und da, ja, haben sie halt den Fehler gemacht, dass sie tatsächlich turnen wollten. Haben halt die zwei nicht gesehen, die hinten herkamen. Und dann war halt die Fischer, war es dann halt gelaufen. Das Duell war noch so die Krönung. Dadurch, dass einfach, naja. Ruby konnte als das jetzt hier, ist gerade Level 6 geworden. Glaubst du gar nicht den Ogre Magi Kill? Das war richtig knapp, es ist sehr, sehr knapp gewesen. Direkt geskillt, Duel gestohlen, 10 Damage abgeholt. Warum nicht? Außerdem die Death Prophet oder wer hat hier noch die 10? Okay, anscheinend scheint es. Nee, Legion Commander hat kein Duel dafür bekommen. Ich dachte eigentlich, dass hier jemand einen Duel Charge bekommen sollte, weil das Duel wurde eingesetzt und dann gestohlen. Der Punkt ist, dass jemand das Duel verloren hat. Und das nächste Duel. Und Rubik holt sich den weiteren Kill. Ogre Magi ist da wieder drin, sollte aber jetzt aufpassen, da der Acid Damage schon relativ groß ist von der Death Prophet. Muss er dann nicht unterschätzen. Rechtzeitig dann noch gemacht. Double Edge nicht ganz rechtzeitig. Und hier kommt das Duel und tötet diesmal den Rubik. Da waren sie nicht schnell genug. Außerdem müssen sie jetzt generell aufpassen. Ja, Oils ist da und benutzt er natürlich auch zum Retten, aber es reicht wohl nicht ganz. Da sollten hier auch Overwhelming Odds gleich fertig sein und das Schicksal besiegeln. Batz! Gerade on the edge, aber es reicht noch. Lieb besiegelt jetzt das Schicksal tatsächlich vom Skywraith Mage, aber Schlag muss auch raus. Omni Knight ist einfach too strong. Buyback tatsächlich von der Krobolos. Wir wollen hier fighten, wollen hier was tun. Die Frage ist halt, wie weit sie da noch kommen. Sind zu viert oben. Omni Knight Ulti ist zwar raus, haben relativ wenige Ultis noch online. Sind halt gar keine.
Aber ob der Buyback so eine gute Idee war, müssen wir jetzt hier was reißen und niemand von Genuine kommt. Das könnte ein großer Throw werden. Aber von hinten kommt rein, Slark kommt rein, die Leech trifft. Das könnte eine tote Legion werden, obwohl Repel trifft. Oh, es macht einiges an Damage, aber es reicht nicht. Sie geht da hier down. Eventuell jetzt wird der Bär gefokust, aber too much Damage. Auch der Scarlet Mage steht hinten und reißt einiges an Dauer. Schöner Root. Aber Ogre Magi geht hinten von Slark raus, der sich natürlich von hinten angeschlichen hat und da jetzt auf einmal hinten aufräumen will. Hat noch ein bisschen Mana. Shadow Blade zum ersten Mal to good use gebracht. Obwohl diese Water ist, die ja eigentlich von daher sein sollte. Ja, ist von daher. Aber haben wir den Shadow Blade halt schön vorbeigegangen und konnten damit den Kill und auch den Tower. Von daher könnte man eigentlich sagen, dass das Buyback es wert war. Besonders weil das Gold. Naja. Also, so viel Gold kostet es noch nicht. Sollte ich hier. Ja, Buyback 500 Gold, knapp 400 Gold oder 500 Gold, die da verwendet wurden, für den Kill und den Tower. Besonders als Team hat sich das tatsächlich relativ gut gelohnt. Und Exorcism, und sie versuchen das tatsächlich noch weiterzumachen, jetzt wo sie noch einen Vorteil haben. Alle Ultis sind ab für Genuine und für die Gurken hängt noch am Guardian Angel noch ein bisschen was und. Ja, das ist ja das Problem. Echo Slam wird benutzt, um hier auf den Strixhide zu verbleiben und Rubick könnte hier eventuell down gehen. Sollte es, könnte aber knapp sein. Hat hier noch einen Repel und benutzt es jetzt strategisch günstig, gerade wo der Kane Bolt wieder da ist. Skywrath Mage geht jetzt auch down. Slark versucht im Hintergrund noch ein bisschen Dreck zu machen. Aber ja, Leash siegelt sein Schicksal hier. Auch der Skywrath Mage geht hier down. Bär versucht noch was zu machen, kriegt tatsächlich den Rubick hier. Und vielleicht sogar noch ein paar mehr. Da sollten sie jetzt vielleicht den Bär nicht unterschätzen. Aber die Death Prophet im Hintergrund holt den Tower. Und das war, ja, 4 zu 1 straight, den sie auf jeden Fall nochmal machen würde. Mit dem Tower einiges an Kohle. Ja. Tja, Goldgrafen haben sich dahin doch, besonders im Networth, richtig doll Richtung Genuine verschoben. 15 zu 6 und einen riesigen Vorteil. Centaur hat jetzt tatsächlich seinen Blink fertig mit 16 Last Hits. Nach 17 Minuten auf Level 8. Das ist schon relativ richtig gut. Und das ist sehr gut. Okay. War gewusst, wie wird jetzt wahrscheinlich. Ja, läuft sogar zur Base erstmal. Aber gut. Rubick fühlt sich relativ sicher. 20 im Duell. Hat auch ein bisschen Damage immerhin. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Duell sein, was das dealt. Dahingehend haben sie mit dem Legion Commander nochmal ein bisschen was dazugepickt. Oh. Das könnte was werden hier. Silence ist halt auch direkt da, Lift ist da und das sollte ein Easy Kill sein. Ja. Ist ein Easy Kill. Auch die Fischer sorgt dafür, dass er eben nicht zu den Ancients rennen kann, was er kurzzeitig versucht hat. Und Fireblast für den Rubick, der sich über einen weiteren Stun richtig freut. It's a good game to be Rubick, würde ich jetzt mal sagen. Hat kein Gold. Kommt da sein Blinkdagger? Nee. Ist nicht sein Blinkdagger, ist die Urne. Nee, ist ein Bracer, okay. Will halt einfach vor der Legion Commander ein bisschen mehr Leben haben. Death Prophet geht hier tatsächlich runter, findet. Da sollten sie aber Pause machen. Das sah sehr nach einem AFK-Ding aus. Oder halt auch nicht. Oder es war halt wirklich, er hat gekauft oder so. Das war richtig bitter ausgenutzt. Aber gut, wenn er da so steht. Death Prophet muss jetzt halt doch. Oh, super. War da zu weit drin. Und haben sie auch einfach gesehen, dass sie da zu weit drin war. Haben sie geburstet. Slark holt im Hintergrund Dire's Courier. Hat jetzt den Ogre Magi und auch noch den Skywrath Mage. Das ist ein richtiger Support-Killer. Duel auf den Rubick, kriegen sie mal ein bisschen was. Bisher der Trade 3 zu 2. Haben die Death Prophet gefunden, aber auch den Lone Druid abgegeben. Dementsprechend bisher ein Support im Vorteil. Noch nicht so viel, aber es feedet halt weiterhin die Carries. Aber auch die Legion Commander hat einen Kill bekommen. Relativ even. Den Support können sie so ein bisschen verschmerzen hier. Aber den Kurier war halt auch wieder so eine Sache. Das hat auch wieder einiges an Geld gegeben. Tickt es hier so ein bisschen runter, aber ist weiter auf dem Vormarsch. Keine Tower bisher für die Gorkies. Und Radiance ist immerhin fertig. Das ist schon mal eine richtig wichtige Sache, besonders dass er halt auch vor dem Tod das gehabt hatte. Sonst wäre das richtig bitter gewesen. Aber mit dem Radiance können sie da vielleicht ein bisschen Splitpushen, ein bisschen was rausholen, ein bisschen Zeit verlangsamen, dass der Lone Druid dann auch wirklich zum Fighten kommt. Denn bis jetzt. Ja, was ist es? Das ist ein Lone Druid, 800 Leben, bisschen Armor.
Ansonsten hat er halt nichts. Und wenn solche Sachen passieren, nämlich einfach die Leute gecatcht werden, Omni-Net und Scarlet Mage gehen hier relativ schnell down, dann kriegen sie auch noch schnell den Tower da zurück. Ich weiß nicht, was da eingesetzt wurde zum Finden. Blink denke ich hier, okay, der erste wurde mit Blink Stun und der zweite. Als haben sie noch den zweiten gefunden, wieder Blink Stun, Stampede und noch kurz vorher. Ignite gefällt ihm vielleicht nicht so ganz, hat eine größere Reichweite, aber den Stun hätte er wahrscheinlich eher gerne gehabt. Kriegen hier zwei Zauber und wieder zwei Supports plus den Offlaner. Richtig gute Ergebnisse für Genuine, die sich darüber relativ stark freuen. Slug macht doch hier den Weg frei, um direkt in die Mitte zu rotieren. Ogre Major ist noch ein bisschen tot. Allerdings ohne Stampede und ohne Echo Slam müssen sie da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber sind hier sehr confident. Stehen zugegebenermaßen mit dem Carry nach vorne, dem Slug. Aber so unter dem Tower zu stehen, ist doch schon. Sie wissen definitiv, dass sie gerade einen Vorteil haben und positionieren sich ja doch einfach so, dass sie sagen: Hier, ihr könnt uns gar nicht holen. Das könnte jetzt ein Problem werden, ja. Richtiger Burst, der hier rauskommt von Genuine. Reicht nicht ganz, um das Ganze zu besiegeln, aber der Omni-Net war halt einfach nicht da und somit konnten sie in einer längeren Zeit bursten. Okay, der Ward war obvious. Aber ja. Ohne die Legion wollen sie hier tatsächlich Highground gehen. Müssen sie gucken. Bite geforst sollten jetzt backgehen. Aber sind zu weit vorne, könnten eventuell overextenden. Kommt hier rein. Kein Blink für die Legion Commander. Aber mal schauen, ob sie hier was bekommen. Root? Nein. Muss den R-Button finden. Entangle. Wunderschöne Fische. Ach du Scheiße. Hab hier zwei Helden ausgespürt. Ogre-Matcher geht direkt down. Laundry ist halt auch nur ein fetterer Bär. Geht hier, das Problem, Rubick wird vom Duell umgebracht. Und sie kriegen hier mit dem Omni-Wave tatsächlich noch einen Double-Kill. Fast. Legion Commander holt einen Kill, aber dafür verlieren sie ihr komplettes Team. Allzeit auf den Omni-Knight, der aber noch volle Leben hat und erstmal nicht weitergemacht wird. Godlike Spree für den Slark. Und das sollte der Tower in der Mitte sein mit der nächsten Creep-Wave, die auch schon hier angekommen wird. Ja. Was ist das? Okay, das sind immer die Creeps für oben. Dam, 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 dam. Okay, Tower T3 ist down, es wird ein Ringgate. Mal schauen, wo die hergehen. Wir werden auf die Bottom Lane gehen, okay. Sind anscheinend die von der Bottom Lane, die einmal rumgeführt wurden, okay. Milirex gehen down. Und nicht irgendwie in Deny oder sowas gemacht. Kommen hier unten an und auf einmal ist eine große Creep Wave da drin. Warum nicht? Slug versucht noch die Lane zu bekommen, aber. Können sie erfolgreich verhindern? Shadowblade und raus dafür. Sucht hier vielleicht noch was zu snacken. Aber sollte es hier nicht übertreiben. Er ist alleine, sein Team ist weg. Sein Team ist weit weg. Skadi nach 22 Minuten. Und findet hier sogar einen schönen Ancient Stack. Den sie zwar hier sehen. Die Vision für Dire ist vorhanden. Aber ja. Komm hier hin, aber die Ward sieht natürlich auch alles. Lag sagt: Nope. Sagt natürlich auch ziemlich stark, dass hier eine Ward ist, ganz klar. Und Gorki sehen hier direkt, okay, da steht eine Ward. Aber hey, haben ein bisschen was zum Zweck gemacht und haben halt auch die großen Viecher, die Legion Commander, hier gesaved. Naja, ist ganz gut. Aber aufgesplittet. Ogre Major zurückgelassen, der halt ziemlich schnell vom Slug umgebracht wird. Ah, das ist bitter. Schon wieder einen Kill abzugeben. Ist halt wieder nicht so viel, ist halt ein Kill, aber es tut halt schon weh. Hier der Spirit Bear, der Juni Lanes zurückhält. Es wird sie jetzt nerven. Und das ist so der richtige Vorteil von so einem Spirit Bear. Mitte Lane pusht rein. Aber die Side Lanes werden sich da erstmal nicht unter Kontrolle zu kommen. Komplette Wave weg. Und bis sie dem hinterherlaufen, ist halt. Da kommen sie nicht hinterher. Das Ding ist Max Movement Speed. Oh. Das läuft doch relativ gut hier für Ogorkis. Müssen eventuell gucken, ob sie halt einfach rotieren wollen. Denn der Bär. Ja, zwei komplette Waves abgehalten. Und jetzt kommt die nächste. Es dauert mindestens eine Minute, bis die dort ist. Slug kann hier versuchen, ein bisschen Action zu machen. Vielleicht einen Kill zu bekommen. Sollte aber aufpassen, hier wurde dewardet. Also sollte er sicher sein, dass hier eine Sentry Ward ist. Oh naja. Finde ich hier den nächsten Spirit Bear, der das ganze Spiel auf der anderen Lane nochmal macht. Meine Nase, oh nein. Und er wird gefunden und ist damit ein relativ easy Kill. Das war nix für den Slug, der hier way overextended hat.
Blink Dagger auf Legion Commander ist dann danach ein Easy Kill. Haben sie nicht gesehen. Daher super gespielt von Orgorki, hier den ein bisschen zurückzuhalten. Und dann einfach Blink Dagger rein und Slug hinnehmen. Denn Duel ist ein richtig starker Counter eigentlich gegen den Slug. Wenn er es halt nicht vorher kommen sieht. Aber da das debufft, könnte es eventuell tatsächlich auch den Dark Pack debuffen an sich, bevor er was anderes debuffen könnte. Keine Ahnung. Mechanics, you know. Muss jetzt Stampede genutzt werden, um rauszukommen. Oder halt auch einfach einen Kill zu bekommen von Legion Commander. Ach du Scheiße. Das war richtig super von Genuine. Da haben sie die Stampede benutzt, um zu initiaten. Und auf der anderen Seite konnte Deathpuff zur gleichen Zeit disengagen. Und sie finden hier tatsächlich noch den Omni-Knight. Der versucht hier raus zu TP'en, aber Lift und easy weg. Repel gestohlen von Rubik, der sich hier richtig freut wieder. Center Warner hat ein Problem, aber hat auch einen Crimson Guard aktiviert gehabt. Der Bär ist halt jetzt noch das Ding, was den Damage macht. Ogre Major muss aufpassen hier. Sollte hier down gehen? Ja, geht auch noch down. Repel Death Prophet ist richtig übel. Jetzt ist das Repel zu Ende, aber reicht auch nicht. Triple Kill für Mastermind. Muss hier vielleicht aufpassen, hat noch viele Leben bekommen, kriegt natürlich jetzt den ersten Root. Aber Old Scepter rettet es von erstmal. Hat auch schon hart. Von daher interessiert sich eigentlich nicht. Jetzt ist... Ah, okay, kriegt hier keinen Fischer hin. Und zu spät, hat sich vielleicht da ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen zu lange dafür entschieden, da hinterher zu laufen, unbedingt einen Kill zu bekommen. Stirbt hier unten, aber der Bär ist jetzt wieder da und Center Warner stirbt jetzt wohl am Bär. Ja, Old Scepter könnte da eventuell, oh, 65 Leben, aber Bloodlust, Max Movement Speed davon und Korn blinken, bevor der erste Charge kommt. Da haben sie nochmal besser weg. super Repel. Und jetzt haben wir tatsächlich, genau, okay, Dark Pact removed das Ganze nicht. Wir haben einen Duel da drauf, aber es reicht nicht ganz genug. War hier in der Corner und konnte nicht von allen angegriffen werden anscheinend. Ja, Guardian Angel kommt zu spät. Ogre Major ist schon tot. Und jetzt könnte ein Reengage kommen von der Death Prophet. Sind alle wieder da, müssen jetzt aufpassen, dass sie hier nicht zu lange drin sind. Ah, Leash vor dem Repel bekommen, dass es tatsächlich nicht disengaged. Weil das von Root ist und kein direkter Debuff. Und Mastermind schon wieder Killing Spree hier. Finde auch die Death Prophet Triple Kill für den Slug, der jetzt hier ham geht. Und das könnte das Spiel gewesen sein. Sie werden eventuell den Top Tower bekommen. Ist halt die Frage mit Spirit Bear. Spirit Bear plus Omni-Net ist relativ cool. Hatte der gerade den hochgehoben, zurückgeschleudert hierhin und dann Recall gemacht, sodass der Stun hier war? Weiß nicht. Anyway, ja, Slug geht weiter. Lässt sich von nichts abhalten, außer einem großen Multicast. Ah, da muss er aufpassen. Nächste Root. Und Leash. Aber sollte down gehen, ja, Ignite sorgt auch dafür. Und jetzt ist der Bär da. Muss halt wieder geolzt werden und dann schnell wegkommen. Hearthshaker versucht sich dagegen zu opfern. Und scheint es wohl relativ erfolgreich zu schaffen, hier sich zu opfern. Und auch gleich schon Echo Slam wegzuwerfen. Okay, das musste vielleicht nicht sein. Echo Slam hätte man noch gebrauchen können. Mind the Gap. Schön gemacht hier vom Center Warner, dem Mystic. Ja, Mystic Dingens, Astris Seal, Mystic Flare wegzukommen. Goddammit. Und, aber geht trotzdem noch im Omni down, denn Degen Field macht einiges an Damage. Degen Aura, natürlich. Rubik ist jetzt irgendwie mitten von allem, hat kein Escape. Center Warner geht jetzt, holt den Omni tatsächlich noch und schöner Lift. Das tatsächlich überlebt der Ganze noch. Und selbst... Ah, Legion Commander tatsächlich lebt noch. Slug ist halt down, dementsprechend kann er da nichts machen. Und auch Rubik wird noch zuletzt vom Legion Commander gecleant. Somit... die Fight Cup hier will ich... Nein, nicht die. Insgesamt... Anyway. Für ein sehr, 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 sehr langer Fight. Wo, würde ich mal sagen, die Ogorkis on top waren. Denn der Fight ging ungefähr hier los. Wo noch einer, zwei am Leben waren. Und sie haben es nicht geschafft, sich darauf konzentrieren, den Tower zu pushen. Somit, ja gut. Und Slug einfach nochmal kurz den Lone Druid. So geht es natürlich, aber der Punkt ist, dass er waren sehr stark overextended und haben da sehr schnell das geschafft, das zu holen. OBS zeigt mir nicht an, dass hier gar kein Ton ist. Interessant, aber naja. Muss ich nachher mal im Stream gucken. Achso, oh nein. Es kann sehr wohl sehr gut sein, dass hier kein Ton auf der ersten Aufnahme ist.
Egal. Das ist ja das Tolle, dass Programme es nicht erkennen, wenn du. Also Winamp hat es jetzt hier erkannt, deshalb habe ich vorher Musik spielen können, aber anscheinend OBS habe ich angemacht, bevor ich die Kopfhörer eingesteckt hatte. Dementsprechend hat er kein Audiogerät erkannt und ist jetzt einfach gemutet. Yay! Ja, für den Livestream relativ blöd, aber da mir noch niemand Bescheid gesagt hat, wird es wohl erstmal niemanden stören. Sorry, guys. Anyway, Roshan ist da. Roshan ist am Gehen. Ist going, aber ist auch schon down. Genuin holen die sich den schnell, smoken auch direkt aus dem Pit raus. Ein Observer Ward, obwohl sie quasi draußen gesmoked haben. Und versuchen hier direkt einen Vorteil bekommen. Observer Ward steht da, aber Scarlet Mage muss sich sehr schnell wieder zurückziehen. Haben keine Chance für den D-Wards gehabt. Und gehen jetzt tatsächlich von oben rein. Und sind Sunday hier drin. Oh, Stun auf 2, Double Edge auf 2. Und direkt Omni Knight und Scarlet Mage down gekommen. Duel auf Slug, aber ich glaube nicht, dass sie den Tod bekommen. Und ja, anscheinend. Duell geht's vorbei. Legion Commander geht down. Center Warner, Ignite sollte das Ganze überleben. Auch der Ring sorgt dafür noch. Der Spirit Bear ist verdammt fett. Cleant hier ein bisschen. Aber sie sind halt auch schon wieder raus. Rubick für einen Omni Knight, einen Legion Commander und einen Scarlet Mage, der noch einen Buyback verwendet hat. Auf jeden Fall ist es das wert und die Aegis ist halt immer noch auf dem Slug vorhanden, der jetzt auch einen Basher und BOTs hat. Gleich auf Abyssalblade gehen wird. Das wird hier der Death Push werden, wenn hier versuchen zu forcen. Hit Root, das ist ganz gut, aber kommt hier nochmal raus. Echo Slam allerdings drin, was ist denn das hier für eine, für eine Absprache? Fällt hier alles auseinander, sobald sie irgendwie weiter vorne sind von Genuin. Nicht so gut. Wird hier unten tatsächlich noch von der Sentry gefunden. Der Slug. Tja, Bot Top Lane pusht rein und ich glaube, mit dem Kill tatsächlich mussten sich hier Genuin zurückziehen. Schön für Gorki, die noch weitere Zeit haben, oben zu Split pushen. Aber die Tower kriegen immer ein bisschen Damage vom Slug, die doch da drin sein kann. Allerdings müssen sie jetzt zum einen auf den Earthshaker warten, zum anderen haben sie keinen Echo Slam. Jetzt sind das zweite Mal den Echo Slam, ja, weggeworfen. Was vielleicht nicht so die optimale Variante hier wäre. Beide Seiten sehen sich so ungefähr. Slark versucht nochmal was. Shadowblade, go. Aber, ja, finden hier einen Bären, der aber schnell weggeht. Hätte ja mehr sein können als der Rubick. Versuchen hier zu groupen, beziehungsweise groupen hier ab. Ist auch definitiv wichtig gegen so einen Slark. Der macht Supports und die Legion Commander eigentlich. In einem Schwall weg von einer Leech. Oh ja, und da ist ein Scarlet Mage, der einige Probleme kommt. Muss hier TPen. Richtige Entscheidung. Und Rubick kommt zu spät für den Lift. Hat noch ein Oils gebaut. Bin ich mir beim Rubick nie sicher. Und zwei Controlling Abilities, ja, aber er ist jetzt schon sehr squishy. Vielleicht ein Force-Staff wäre hier auch besonders gegen den Bären ganz gut gewesen. Aber egal, die Initiation hat ja auch der Earthshaker. Exorcism wird geduced. Alles oder nichts. Der Fight beginnt. Mal schauen, wie das machen wird. Es lag beide vorne, den Resten sofort zurück. Duel jetzt auf die Death Prophet. Den müssen sie auf jeden Fall am Leben behalten. Richtiges Damage. Schön. Oh, und in den letzten Momenten Oils. Und noch lebt sie, aber Radiant sollte sie downburnen. Ja, geht hier down. Einiges. Aber Legion Commander ist halt auch tot. Der Bär könnte hier down gehen. Besonders der Ogre-Magi-Jay geht down. Der erste Bär ist down. Wird direkt neu gemacht. Aber auch der Bär kann nichts. Somit 3 zu 1 hier der Trade. Aber ja, Slark im Hintergrund holt sich ein paar Supports. Aber der Push hört erstmal auf. Earthshaker viel zu weit vorne. Rubick wird jetzt auch gecleant, weil er einfach kein Escape hat. Und Slark und Center Warner müssen sich jetzt hier zurücksetzen. Ja, das ist halt das Problem ohne Escape. Slark und Center Warner sind zurück, aber Slark will halt auch wieder mehr. Hab hier einen Ogre Maiga gefunden, der hat einen Easy Kill für ihn ist natürlich. Und nur noch Laundry ist da. Vielleicht mit Lucky Bashes geht das, aber ne. Versuche den Tower zu halten. 27 HP, könnte man sogar den nein. Ja, okay. Oder der Center Warner holt sich einfach das Geld. Klick Abyssal Blade für den Slark, was jetzt besonders zum Legion Commander richtiges Problem besorgt. Geht hier rein, versucht erstmal ein bisschen die Range Wrecks zu machen. Und niemand kann ihn so wirklich stoppen. Legion Commander ist jetzt da. Allerdings ist sie jetzt gerade geblockt und muss hier weg. Ja. Schlag sich wieder raus, okay. War doch 1000
Teilweise knapp, aber naja. Ogorkis sind wieder da. Tower ist down. Range Rex ist auch down. Kleiner Vorteil jetzt für Genuine weiterhin. Aber in den letzten 5 Minuten haben sie doch im Gegensatz zu vorher sehr wenig geschafft. Was halt dafür spricht, dass so langsam der Push nachlässt. Slark ist fett, wird auch noch fetter, aber Deathprophet ist so langsam nicht mehr der Faktor im Spiel. Müssen wir jetzt aufpassen, denn Blink ist da und Legion. Okay, will einfach die Aegis loswerden. Ist noch vorhanden. Aber tatsächlich wird Stampede benutzt, um da rauszukommen, beziehungsweise um hier den Skywrath Mage zu bekommen. Schöner Echo Slam. Und besiege das Schicksal für Omni-Knight. Winner, Winner, holt sich noch ein bisschen was, aber es war halt auch wieder, ja, Duel auf den Slark. War vielleicht nicht so ganz benutzt. Stun, Repel, alles daneben. Ja, Exorcism wird benutzt, um die Melee Rex zu holen. Damit sind Genuine wahrscheinlich 2 Rex vorne. Versuchen hier was zu machen. Overwhelming Odds macht einiges an Damage auf dem Irk-Tracker, aber die Rex sind down. Ist erstmal einiges. Exorcism geht zur Jagd und schon wieder sind es die Supports, die vom Slark einfach down bekommen. Auch ein Ogre Major ist dafür nicht tanky genug. Rubick versucht noch sein Bestes hier zu heilen. Center Warner scheint das Ganze tatsächlich auch zu überleben. Jetzt ist es Exorcism da, macht einen richtigen Damage over Time jetzt. Auch der Spirit Bear geht richtig low. Und es ist Omni-Knight, der jetzt Repel out, läuft aus nach dem Oils. Und Easy Kill. Mystic Flare wird von 4 Leuten getankt. Somit auch nicht mehr so stark, wie es sonst ist. Und so langsam fehlt er das Ganze. Oh. Hat schön den R-Knopf gedrückt, aber schafft es tatsächlich, ihn noch zu überleben, indem sie einfach den Bären bursten. Kein Resummon und somit GG von den salzigen Gurken. Und es geht in Spiel 2 zwischen, ja, Ongokis, Setsuna, Nirvana, China und Genuine Dota. In der ESL Thinkfast Razor League Qualifiers 2. Genuine haben ihre Strategie super durchgezogen. Die Frage ist, ob jetzt was anderes kommt von den Gurken und ob sie da jetzt mal was spielen, was ihnen anscheinend besser funktioniert und was sie den Slark nicht so aus out of control kommen lassen. Ich bin Sisson und wir sehen uns im Spiel 2, damit dann auch für die Live-Video mit tun.